Hallo, komm durch. Kommst du auch mal ins Fernsehen? Moin, schön, dass ihr da seid. Vielleicht erinnert ihr euch, hier unten hinter mir haben wir früher mal unsere TV-Spots und Werbespots gedreht. Von unseren 120.000 Artikeln sind hier 50.000 eingelagert. Aber leider ist der Platz hier schon wieder zu eng geworden. 50.000 Lagerplätze schon wieder belegt. So haben wir angefangen, eine neue Etage einzubauen. Man kann das hier oben ganz gut sehen, wo wir weitere 50.000 Artikel für euch vorhalten werden. Das Herzstück einer solchen Angelegenheit sind immer die zweistufigen Kommissionierstationen. Und die würde ich euch gerne an einer Simulation bei mir im Büro einmal zeigen. Ihr kommt mal mit. Jo. So, dann kommen wir mit rein in mein Office. Ja, wie ihr hier seht, haben wir die Simulation der neuen Einlagerstation. Die Einlagerstation ist das Herzstück einer zweistufigen Kommission. Sinn der Simulation ist natürlich, dass wir hier verschiedene Welten zusammenbringen müssen. Das, was ihr hier seht, ist von unserer Technik entwickelt worden. Und meine Arbeit war es jetzt, die Systeme zu integrieren. Das heißt, diese ganz neue Technik, wir verwenden hier Raspberry Pis, das sind kleine Singleboard-Computer, verwenden wir, um die Kommunikation zwischen den Leisten und unserer EDV herzustellen. Und meine Aufgabe ist es einfach, die ERP-Welt und die Logistikwelt hier mit dieser neuen Welt zu verbinden. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir in den 90er Jahren hier dieses Logistikzentrum Nummer 1 geplant haben, stand die Automatisierung an. Automatisierung war zu diesem Zeitpunkt sündhaft teuer, ist sie eigentlich immer noch, aber damals war sie für uns eigentlich unerschwinglich. Da haben wir nach kurzer Besprechung entschieden, dass wir das selber machen werden. Ich habe hier mal für euch ein paar Bilder vorbereitet aus dieser Epoche. Wir sehen hier auf dem Bild im Grunde genommen eine wirklich mechanische Simulation. 1995 ist dieses Bild entstanden. Hier oben fährt eine kleine Minitrix-Eisenbahn drauf mit aufgeschweißten Lötfahnen, mit so Plastikfahnen oben drauf, die die Barcodes tragen. Und hier konnten wir alle Prozesse simulieren. Wir konnten alle Einlagervorgänge konnten wir vom Prinzip her in der Software schon einmal abbilden, ohne überhaupt das Gebäude zur Verfügung zu haben, um eben einigermaßen sicher zu sein, dass wenn wir die ganze Anlage in Betrieb nehmen, das dann auch wirklich funktioniert. Als wir die Anlage dann 96 eingeschaltet haben, hat es tatsächlich noch eine Woche, eine Art 2 gebraucht, um so die kleinen Kinderkrankheiten rauszukriegen. Und dann waren wir klar zum Starten. Wir haben uns dann relativ flott entschieden, das zu bauen, was unser heutigen Status eigentlich am ähnlichsten kommt oder am nächsten kommt. Und so sah das Ganze nachher fertig aus. Das heißt, hier ist die Scanner-Einheit drunter. Hier können meine Aufträge eingelesen werden und ich kann das Ding ins Fach legen und mit dem Knopf quittieren. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir in die neue Etage, die wir gerade in Betrieb genommen haben. Dort haben wir uns wieder weiterentwickelt. Hier könnt ihr noch sehen, gibt es noch richtige Schalter und richtige Leuchtdioden. Das gibt es in der neuen Version nicht mehr. Wenn wir hier mal einen Blick rüber werfen, man sieht hier die Kästen, die ich gerade eben beschrieben habe, sind immer noch die Scanner drin, sind ganz neue Einheiten. Wir mit dem Arduino und einem sogenannten Ethernet Shield verbinden wir uns hier mit unserem zentralen Rechner. Und die Leisten, die wir hier eingesetzt haben, da sieht man eigentlich gar nichts mehr drauf. Das sind, wie gesagt, die Prototypen hier. Da sind so kapazitive Glieder hinter, die ich im Grunde nur noch berühren muss, um meine Ware einzulagern. Bei Verwendung von so viel Hardware darf natürlich auch die Software nicht zu kurz kommen. Bereits seit 96 entwickeln wir unseren eigenen Webshop, unsere eigene ERP-Systeme und die Logistik. Das heißt, auch wenn man bei uns online bestellen möchte, war das seit 1996 schon möglich. Damals hat man sich noch mit dem Modem eingewählt. Dieses klassische 56K-Geräusch mit diesem kennt vielleicht einige noch. Und so hat sich halt die Geschichte immer weiter entwickelt. Wir haben unsere Software weiterentwickelt und so sind wir heute in der Lage, ja, rund 120.000 Artikel online anzubieten. So, genug der Theorie. Jetzt würde ich euch ganz gerne mitnehmen, dass wir einmal in die neuen Stationen reingehen und uns mal anschauen, wie das Ganze dann auch in der Wirklichkeit aussieht. Ja, wie ihr seht, wir sind hier im Unterdeck, Logistikzentrum Nummer 3. Alle Plätze, pickepacke voll. 50.000 Artikel befinden sich hier. Und jetzt gehen wir mal an Oberdeck und gucken wir uns das Ganze mal an, wie es im Moment noch in Leer aussieht. Moin Markus. Moin Ulf. Na, wie schaut's aus hier? Ja, sieht sehr gut aus. Die letzten Monate ist ja die Fördertechnik aufgebaut worden. Da haben wir jetzt Leben eingehaucht. Die Mollen bewegen sich auch schon. Regale stehen. Letzte Leiste ist angeschraubt und ich wollte gerade mal einen Test machen. Oh ja, da komme ich mal mit. Gegenüber von unten ist es ja so, dass hier
wirklich keinerlei Bedienelemente mehr sind. Das heißt, es ist auf Sensorbasis. Unten hatten wir im Grunde ja noch die optischen Sensoren, wo auch immer noch wieder was kaputt gehen kann. Haben auch den Fall unten, dass unten, wenn man eingescannt hat, man sich einfach raussuchen muss. Das heißt, man muss optisch gucken, ob eins frei ist. Das wird hier oben nicht mehr sein. Hier haben wir im Grunde genommen die Sensortasten. Das heißt, die sind verschleißfrei. Und es werden auch alle Fächer angezeigt nach dem Einscannen, die frei sind. Das heißt, man braucht nicht mehr lange suchen und kann es direkt einlagern. Das ist super. Das ist natürlich eine viel, viel bessere Übersicht, als wir unten haben. Man kommt da viel schneller zum Ziel. Ich habe es ja bisher nur in der Simulation gesehen. Aber ich muss sagen, alle Achtung, das gefällt mir wirklich gut. Hundertprozentig. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir schauen jetzt mal Richtung Dieke. Dieke ist verantwortlich für die gesamte Fördertechnik hier, dass sich alles dreht und bewegt. Und ich schätze mal, dass ich ihn in irgendeinem Schaltschrank finden werde. Oh ja, kleiner Hinweis. Ihr habt vorhin gesehen, bei mir auf dem Schreibtisch stehen noch drei von diesen Scannerboxen. Bei unserer ersten Station, der Station M hier, fehlen die drei noch. Ich muss den Kollegen die noch wiedergeben, die habe ich noch nicht wieder rausgerückt. Aber das gibt uns Gelegenheit, da mal reinzugucken. Wir haben hier die Scanner-Einheit, die im Grunde genommen den kleinen Barcode scannt. Und dann haben wir hier entsprechend den Arduino, der ist hier in der Kiste versteckt, ein bisschen kurze Kabel, weil das Ganze hier nachher reingehört. Ja, und hier ist das Display, ne, wo der Bediener am Ende ablesen kann, dass die Eingabe okay war und dass alles gut und alles schön wird. Moin Dicke. Moin Rolf. Erschreck dich nicht, ich habe ein bisschen Kamera mitgebracht. Ja. Mensch, du, bei dir sieht es ja richtig gut aus. Beim letzten Mal lagen hier noch die Dinge auf dem Flurplan, oder? Ja. Ja, wir haben jetzt den Schaltschrank mit Leben gefüllt. Wie schön, dieser 7 habt ihr da eingesetzt? Was ist das für eine? Das ist eine 1200er und rein als DC-Variante, weil wir hier sowieso mit 24 Volt arbeiten. Wir haben Rollmotoren drin, die angesteuert werden. Dann haben wir noch ein Busmodul für den Assi-Bus. Unten im Schaltschrank unsere Klemmleiste, Absicherung, Service-Steckdose, Notausmodul. Wir benutzen von Siemens eine Steuerung, eine S7 und ein Assi-Bus-System, das von Biel und Wiedemann. Und damit haben wir hier alles vernetzt, Intelligenz in die Anlage gebracht. Darüber kommunizieren wir auch mit unserem Materialflusssystem. Da wird alles mit gesteuert, wo wer abbiegen muss. Super. Und was machst du jetzt gerade? Im Moment die letzten Feinheiten. Ich stelle noch ein paar Geschwindigkeiten von Motoren ein, dass das alles passt. Und dann können wir schon langsam losfliegen, was? Ja. Wir können die ersten Molen ihre Runden drehen. Also Dicke, vielen lieben Dank. Ja, dann ich für gerne. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das hinter den Kulissen ein bisschen gefallen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, einfach hier posten. Wir würden uns auch über ein Like freuen. Und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Yo.